Hallo, liebe Internetfreunde. Herzlich willkommen zu einer weiteren und letzten Folge Die Überlebenden hier in der Alpha 15. Das ist der Nordisch, der sagt auch gleich Hallo. Guten Tag. Die Genie schwebt irgendwo rum. Guten Abend. Dann Palen ist das, glaube ich. Jawohl, hallo zusammen. Und Gusman ist auch da. Ja, ich bin auch da. Warum schweben wir? Wir haben uns gedacht, zum Abschluss der Folge machen wir Staffel, nochmal ein schönes Staffel. Feuer. Ja, der Staffel machen wir ein schönes. Vielen Dank für die Berichtigung. Ein schönes Gerne. Feuerwerk, ein hervorragender Abschluss müsste das werden. Wir haben dazu unsere Gegend so ein bisschen vermint. Man kann es an den Ölfässerchen sehen und erahnen. Ja, Das genau. eine oder andere Gebäude leuchtet rot raus von innen. Na ja. Ich hoffe, wir kriegen da auch einen ordentlichen Bums hin. Vollgepackt. Und ja, dann schauen wir mal. Wir fliegen natürlich, damit man das alles besser sehen kann. Geplant ist erstmal hier hinten dieses unser Erstlingswerk, dieses kleine Genau. Podest da hochzujagen. Wer möchte? Ah, Moment, es sind noch nicht alle so weit. Wir Ja, müssen alle komm doch erstmal in mal. Position Genau. fliegen. Komm doch mal alle rüber beim Händler Kommt doch mal vorbei. alle her. Kommt doch mal alle her. Das war ja unser erster Bau, als wir uns hier niedergelassen haben. Oh ja. Die ja, Überlebenskrücke da. Kann man Ja, es nicht anders. aber die Und hat sie hat aber Allerdienste gehalten. geleistet. Sie hat ja Ja, gehalten. die erste Abendnacht habe ich drauf gehockt. Ja. So. Ich habe da öfter drauf geguckt, weil ich da meinen Schlafsack drauf vergessen hatte und immer wieder drauf Ich gesaugt. So, wer möchte? weiß, wo die Zündschnur endet. Ich dann bitte, Ja, dann Herr Guzman. gerade dann Feuer. Guzman, Herr Sprengmeister. Oh! Oh, schön, 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 schön. Oh, herrlich. Einmal weggefressen. Shit, das war doch So. geil. Da hier oben in der Luft, da fliegen jetzt langsam die Würfelchen runter und Sehr schlagen den schön. Boden ein. Ja gut, Zu da ist die geil. Zündschnur, die hatte ich erst gar nicht so gesehen, dass sie da Ja, ist. geil. So, meine Lieben, dann fliegt mal mit mir. Am Wasser Wir geht's weiter, fliegen jetzt ne? so ein bisschen zum Wasser und machen noch eine Kleinigkeit. Da Genau. hatten wir mal so ein bisschen rumgewurschtelt und ja, da sagen wir Haben mal die kurz Hallo zu. Wasserphysik kaputt gemacht vom Spiel. Ja, das ist ja Ja. auch. Das Wasser gebrochen. So dann und Feuer frei in 3, 2, 1, go. Rums. Ist aber doch recht verhalten mit Wasser, ne? Also. Ja. Läuft sie wieder voll? Ja, so langsam. Und Ja, wie ist es? das dauert sehr. Das macht ja nichts. Ja, so, dann gehen So. wir mal zu meinem Bau und da geht's los. Ja, mal gucken, ob das so funktioniert, wie wir das hier so hingezimmert haben. Genau. Bin mal gespannt. So, ich steig noch kurz ein bisschen auf und gehe mal in meine Ist jeder in seiner Position? Ist jeder Lieblingsposition. in seinem Haus? So, einen letzten Blick auf meinem Schlafsack, Ja. der oben auf dem Dach liegt. Der wird nicht mehr lange da liegen. Also theoretisch sollte es eine Kettenreaktion geben, so haben wir es angedacht. Richtig. Von Wir werden mir sehen. aus, dann zu Genie und dann, keine Ahnung, ich glaube zu Zu Gusman Guzman, rüber und ne? dann zu Plane. Plane und dann zum Ja, Nordisch. genau. So die Theorie. Ja, Und wir hoffen, es klappt. Achtung! In 3, 2, 1, los geht's. was. Die Säule an mir vorbeigeflogen. Na, jetzt fängt er bei mir schon an zu rechnen. So, guckt Ja, erstmal. ja. Ja, oh, Eins, ja. ein Oh, Blue. hier fliegt eine Supply-Kiste. Fang's auf! Darfst du Eine Tür? behalten. Ein Baum? Jetzt ist gleich Genie dran. Jetzt sind wir in der Matrix. Jetzt sind wir in der Matrix, das würde ich auch sagen. So, die Zündschnur funktioniert in beide Richtungen. Zur Sicherheit hatte ich ganz außen nochmal gelegt, aber es scheint schon beim ersten Mal geklappt zu haben. Oh, ich glaube bei mir. Oh. Oh. Oh, es frisst sich rüber. Ja. Also wenn es die Brücke trifft, dann trifft es alles. Denn. Dann trifft alles. Oh Ich ja, glaube, es du hat gerade hast. funktioniert. Oh. Oh ja, selbst mein Bunker geht gerade hoch. Ehrlich? Oh ja, es frisst sich rüber. Und bei Genie geht's irgendwie nicht weiter? Oder geht's doch weiter und ich krieg's nicht mit? Aber mir läuft es momentan auch nicht weiter. Im Moment sind wir zwischen Palen und Gusman. Da Irgendjemand hat meine Haustür zugemacht, daran liegt's. Toll, ich war's nicht. Oh wow, neben mir ist ein ahnst es Frame. nicht.
Okay, das... Lass mal von der anderen Seite rankommen. Vielleicht zünden wir dann Genie gerade wieder mit an. Ja, ja, von mir aus geht auch wieder was Ritual. Genau. So. Bei mir ist ein Loch in der Karte. Oi, oi, oi. Oh, ich glaube, bei mir hakt es gerade wieder. Oha, ich glaube, bei mir hängt sich gerade das Spiel... Ich bin viel zu nah an Nordichs Fässern. Ich muss mal hier weg. Vor allem bei mir sind die Texturen von den Häusern weg gerade. Oh, gut. Also, ja. Ihr seht, uns ist nichts zu schade. Wir treiben das Spiel ans Limit. Ja, aber sowas von. Unsere... Oh, was? Irgendwas geht hier gerade bei meinem Spiel komplett verkehrt. Ich habe hier schwarze Texturen, also... Ah, ich glaube, mein Spiel hängt sich gerade wieder auf. Yo, Seven Days to Die funktioniert nicht mehr. Sehr schön. Oh, nee. Echt? Ah. Wir haben Nordics Rechner gesprengt. Wie haben wir denn das geschafft? Ach, Mann. Das ist ja man. Wieder... Oh, Mann. Das ist ja wieder... Warte mal, dann werde ich mich gleich mal den... Okay, da scheint auch hier drüben... Pausenbildschirm mal reinhauen. Ja, hier geht's bei Gusman wieder weiter und es läuft, glaube ich, zu Zini zurück irgendwie. Ich flieg mal so durch die Trümmer durch. So, ich werde mal zusehen, dass ich Hütte gleich wieder online komme. Ja, komm, lade. Komm. Bom, das war jetzt leider deine Hütte. Also ich glaube, bei Nordisch hat es jetzt auch die Hütte gerippt. Ja. Mhm. Dein Titelturm steht bei mir in der Luft. Und mal gucken, wo ich mich jetzt gerade aufhalte. In der Hütte. Der Schlafsack. Wenn der Schlafsack weg ist, gibt's ein Problem. Ja, wenn, dann ist es so. Eine von Astraks geliebten Pflanzen steht bei mir in der Luft. Okay. Mhm. Ja, das sind gute Setzlinge. Das muss man wirklich so sagen. Das sind eher... Die fliegen auch gut. Springlinge. Ach du Schande. Also bei mir ist jetzt halt auch irgendwie ein bisschen... Ja, das kommt schubweise immer nur, dass, Im Moment geht's irgendwie im Keller rund. Ich kann durch die Karte sehen. Ich auch. Und meine Grafikkarte winselt um Gnade. Ja, meine hat auch ein bisschen was zu tun, so ist es nicht. Hier muss gerechnet werden. Ja, ich höre einzelne Explosionen, höre ich schon, bevor ich ins Spiel komme. Das ist gut. Aber ich glaube, bei Genie ist das. Mhm. Ja. Ihre Hütte steht noch. Na komm schon. Unten drunter. Ja, unten ist es. Du kannst, wenn du willst, oben mal reinschießen, um oben nochmal Rambazamba zu machen. Ich habe mein Menü versteckt, damit ich schön Widescreen habe. Aha. Also schieß doch einfach bitte mal drauf. Ich will gucken, ob es funktioniert. So. Oh, diesmal hat es aber mein Haus Warte mal, ich muss mal gucken, wo ich überhaupt bin. Weil bei mir fehlt hier einiges. Naja, das liegt daran, dass wir es gesprengt haben. Ich glaube, das meine ich nicht. Gezündet. Ja. Ich habe total die Texturen vielleicht. Bei mir stehen zum Beispiel nur 5 Bäume. Wow. Ha, wie cool. Wow. Au. Okay, das war das TNT, da flogen die Brocken. Okay. Oh, tut sich da noch was? Oh, bei mir steigt gerade ein... Das Minibike steigt in die Luft, ja. Steigt aus der Hölle wieder auf. Es erhebt sich. Also ich habe noch ein paar Brocken in der Luft stehen. Ja, ich auch. Ja, da muss er erst nachrechnen. Da muss er wohl erstmal berechnen. Kommt wohl öfter mal vor. So nach und nach fällt das hier zusammen. Aber ich bin zufrieden mit meiner Sprengung von meinem Gebäude. Da steht wirklich nichts mehr. Oh ja, bei mir auch. Das hat gut geklappt. Ja, bei mir hat er auch den Keller diesmal mit erwischt. Also wie gesagt, ich habe hier total die Texturenfehler. Mir wird hier gar nichts angezeigt, überhaupt nichts. Okay. Oh, weder cool. Bäume, nur eine Grünfläche wird mir hier angezeigt und der Weg hier. Und ja, da mach ich leg noch ein bisschen. Also hier steht bei Genie steht noch ein bisschen Wand. Heftige Texturfehler. Gleich nehmen wir. Nee, das kann ich knicken. Das ein bisschen kann Fundament ich knicken. Steht, glaube ich, das war Gussmann gewesen.
Verlehen ist nur noch ein Loch im Boden. Loch im Boden, ja. So ja. Sollte es sein. Ja, bei dir ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Loch im Boden, wenn du meine Aufnahme siehst. Ich, bei mir, ich guck auf das blaue Ende der Karte. Hm. Das hatte ich eben auch noch, ja. Kurz bevor Rechner abgestürzt ist, das Spiel abgestürzt ist. Ja, total die Texturfehler, das kann ich knicken. Jo. Ah, je. Gar nix. Damit haben wir's. Wow. Ja, nice. Oh, ziemlich. Nice. Okay. Immerhin. Hier fliegt noch ein Minibike durch die Luft. Das schwebt so langsam nach oben. Ein Riesenloch in der Karte, sehr schön. Das geht runter bis auf den Grund. Okay. Hammer. Nice. Das ist Hammer. Und das Minibike fliegt immer noch. Naja. Cool. Ich sehe kein Minibike. Oh, doch, ich schon. Ich hab Nitrat gefunden. Sehr gut. Cool, bounce ab. Das kann man immer mal gebrauchen. Ja. Nochmal runterfliegen hier. Huch. Jetzt, dass noch keine Schreier da sind. Ja. Oh, ich sehe eh nichts. Jo. Was mag das denn sein? War das noch Asrak sein Haus? Ja. Baum, das muss Asrak sein Haus hier gewesen sein. An der Stelle. Das hat, glaube ich, mein Spiel noch mitbekommen. Deswegen zeigt er den Krater auch noch an, aber heftig. Und so, da muss mein Haus gestanden haben. Tja, ihr Lieben. So sieht das aus. Das Trümmerfeld, das einmal unser Zuhause war. Angefangen mit einem Strich im Boden. Und einem schönen passenden Viereck. Genau. Sozusagen. So, das war das Areal, was wir sozusagen gecatcht hatten. Ein Verdacht. So sieht das aus. Da war der Händler. Das war der Grund, warum wir uns hier niedergelassen haben. Ich bin immer noch der Überzeugung, das war keine schlechte Idee, sich in jedes Händlers niederzulassen. Nö. Also das kann man sich ruhig mal merken. Ja. So, ihr Lieben. Damit würden wir uns verabschieden und mit lautem Bang und Raketengefeuer verabschiedet sich Jimmy. Auf Wiedersehen. Und Gusman. Man kann in die Löcher von der Karte reinschießen. Ja, bis zum nächsten Feuerwerk. Nordsee. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Und Pauline. Ciao, mach's gut und verabschiede mich mit einem Knall. Genau. Tschüss. 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 Ciao.